Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge hieß es, wir sollen zum Stadthaus zurückkehren und das werden wir in Der dieser neue Folge auch Wald macht mir tun. Sorgen. Nichts Natürliches kann so schnell wachsen. Es sind diese Waldelfen. Wallenwald will Gebiete übernehmen, die rechtmäßig uns gehören. Eieiei, alle verdächtigen hier die Waldelfen. Da hinten. Willkommen in meinem Stadthaus, Freunde. Ich bin auf die Ergebnisse eurer Ermittlungen gespannt. Ich fasse es nicht, dass wir einen verderbten Samen in Ostomir fanden, dass die Rückbesinnung irgendwie den neuen Wald in den Westauen wuchern ließ oder dass meine Freundin Sorilen daran beteiligt war. Leramiel möchte mit euch sprechen, doch ich würde gern hören, was ihr sonst noch entdeckt habt. Tribunin Alea und ich behinderten Truppen der Rückbesinnung und der Dedra daran, Skingrad an Rostweil Anwesen zu überfallen. Eine dädrische Invasion vom Rostwall-Anwesen aus hätte Skingrad völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Es ist gut, dass ihr und die Tribunen dort waren, um sie aufzuhalten. Doch die Rückbesinnung arbeitet mit Dedra zusammen? Das sind verstörende neue Entwicklungen. Kennt ihr Tribunen Alea? Ihren Ruf. Wir haben uns gerade erst getroffen. Ich weiß, dass sie Probleme für Graf Galantius löst. Also erwartete ich schon, dass ich irgendwann auf sie treffen würde. Sie hat anscheinend auch von mir gehört und stand vor meiner Tür. Habt ihr da draußen etwas erfahren? Die Rückbesinnung suchte in Elenglün nach Ithelia, aber wir fanden sie zuerst. Dann verschwand sie. Ithelia, die Daedra-Fürstin, nach der ihr und Leramiel sucht? Ihr habt sie getroffen? Unglaublich. Doch warum sucht die Rückbesinnung sie? Hat sie nicht... Ach, vergesst es. Ich glaube, ihr solltet jetzt mit Leramiel sprechen. Ich muss all das bedenken. Ich hab's ein bisschen elbisch Die ausgesprochen. Ja, ersten entschuldigt. Untersuchungen sind abgeschlossen, Entsandte. Reden wir. Würde ich gerne, aber ich habe wieder den Aufnahmeknopf gedrückt und meine Stimme ist wieder für den Eimer gerade. Auf eine körperliche Konformation zu treffen, das bedeutet... Ich hätte erwartet, dass es länger dauern würde, bis wir Ithelia finden und ihr persönlich entgegentreten. Wir haben festgestellt, dass mein Verdacht bezüglich der zerfaserten Schicksale zutreffend war. Jeder dieser Orte wies eine Verbindung zu Ithelia auf. Also, was sagen uns diese Verbindungen, Lehrer Miel? Dass die Rückbesinnung und die Spiegelmordädra versuchen, Ithelia ihre Macht zurückzugeben. Sie riefen den neuen Wald und die Wildbrandverwüstung hervor. Und Ithelia durchstreift die Westauen und erhält langsam ihre Erinnerungen zurück. Da ihr mir geholfen habt, zu diesem Schluss zu kommen, nehmt diese Belohnung. Und wir erhalten passgenaue mittlere Schuhe vom Set Macabre Lese und einen Fertigkeitspunkt. Sprecht mit Beragon. Hört nach, ob er eine Meinung dazu hat, was unsere nächsten Schritte sein könnten. Ithelias Anwesenheit zerfasert alle Folgen. Dadurch ist es mir fast unmöglich, die Fäden des Schicksals wahrzunehmen. Geschweige denn darüber zu entscheiden, welchen Fäden man folgen muss. Warum ist das schlimm? Die meisten Leute können das Schicksal nicht sehen. Die meisten Leute tragen auch keine Verantwortung für die Bewahrung der Wirklichkeit selbst. Wenn wir falsch raten, was wir tun müssen, oder wir einfach daran scheitern, kommt es zur Katastrophe. Solche Entscheidungen überlasse ich nur ungern dem Zufall, wenn so viel auf dem Spiel steht. Was sollen wir denn dann machen? Ich vertraue auf Beragons Wissen über die Rückbesinnung. Es gibt eine Anomalie, der ich nachgehen möchte, während ihr beide die Kultisten verfolgt und ihre Pläne herausfindet. Vielleicht ist der Wildbrandsamen, den ihr in Ostumir fandet, ein guter erster Anhaltspunkt. Ich suche euch später auf. Leb wohl. Ich habe über Ostumir und eure Untersuchungen mit Leramiel und Tribunen Alea nachgedacht. Die Rückbesinnung war jedes Mal beteiligt. Wir müssen herausfinden, was sie als nächstes plant. Vielleicht kann uns der Wildbrandsamen, den wir in Ostumir fanden, dabei helfen. Ah, komm, du hast doch gerade gelauscht, oder? Wie kann der Wildbrandsamen uns zur Rückbesinnung führen? Ich bin weder Grünsprecher noch Weber.
Aber ich erkenne einen verderbten Samen, wenn ich einen sehe. Wenn wir herausfinden, woher er kommt, glaube ich, dass wir die Rückbesinnung finden können. Zum Glück gibt es Fachleute für derlei Dinge in der Nähe, in der Waldelfensiedlung Washabar. Könnten die Waldelfen von Washabar mit der Rückbesinnung unter einer Decke stecken? Bosmer, die das Grün ehren, würden nichts mit einem Wildbrandsamen zu tun haben wollen, aber ich will den von uns Geborgenen einer Grünsprecherin zeigen. Wenn sie uns mehr über ihn erzählen kann, könnte uns dies geradewegs zur Rückbesinnung führen. Helft mir und ich bezahle euch die Reise. Ach, das ist aber nett. Ich helfe euch, mehr über den Wildbrandsamen herauszufinden. Hier, nur zur Sicherheit, solltet ihr den Wildbrandsamen tragen. Grünsprecherin Darulit in Washabar sollte uns etwas darüber sagen können. Folgt einfach der Goldstraße nach Dämmerholz und wendet euch nach Norden. Tribunin Alea und ich treffen euch dort. Dieses Haus ist gewaltig. Gehört es ganz allein euch? Ich weiß, es ist zu groß. Während meiner Zeit als Abenteurer half ich einer reichen kolovianischen Familie. Sie belohnte mich mit der Besitzurkunde für ein großes, altes Stadthaus, das leer stand. Ich hatte das Gold, um es bewohnbar zu machen, und es schien Verschwendung, es nicht zu nutzen. Warum lebt ein Waldelf denn in Skingrad? Ich habe in ganz Tamriel gelebt und Skingrad ist eine durchaus schöne Stadt. Hier ist immer etwas los und wir kriegen Neuigkeiten vom ganzen Kontinent. Erst vor kurzem begannen die Bewohner der Westauen, Waldelfen mit Misstrauen zu begegnen. Was meint ihr? Seit dem Erscheinen des neuen Waldes, den die Bosmer von Washabar Dämmerholz nennen, wurde der Rest der Westauen misstrauisch und nervös gegenüber den Waldelfen. Ich lebe schon seit Jahren hier, doch plötzlich bin ich ein Außenseiter. Es könnte hässlich werden. Ihr meintet, kein Bosmer, der das Grüne ehrt, würde einen Wildbrandsamen verwenden. Was ist mit Sorelin? Ja, ich bin auch davon verwirrt. Grünsprecher sind Magier, die im Rahmen des Grünen Pakts wirken, um den Wald nach ihren Bedürfnissen zu formen. Alle Waldelfendörfer haben Grünsprecher, um neue Kapselheime sprießen zu lassen oder nützliche Werkzeuge zu formen. Es ist eine Kunst, die mein Volk sehr schätzt. Warum arbeitet Grünsprecherin Sorelin dann mit der Rückbesinnung zusammen? Ihr habt in Ostomir dasselbe wie ich gesehen. Meine alte Freundin Sorelin ist vom rechten Weg abgekommen. Wenn sie am Einsatz von Wildbrandsamen beteiligt war, hat sie sich vom Grünen Pakt abgewandt. Ich bin nicht sicher, ob sie das tun und sich dann noch Grünsprecherin nennen kann. Nun gut. Das ist wirklich ein riesiges Haus. Moment mal. Das ist aber nicht das Haus, was ich gerade erst gekauft habe, oder? Wenn ja, könnte man hier nämlich so die ein oder andere Sache... Aber doch, das sieht genauso aus. Nur, naja, fast genauso. Hier ist, glaube ich, ein Durchgang. Ich schaue mal eben oben nach. Ja, es tut mir leid, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Nee, okay, hier sieht es ein bisschen anders aus. Aber es ist doch sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Oh, das wäre stehlen, schade. Aber für die Leute, die gerne durchlaufen und gerne Sachen stehlen, ist dieses Haus hier, glaube ich, gar nicht so schlecht. Da hat man so einiges, was man hier nehmen könnte. Hier ist auch wieder eine Kommode. Oh, könnte ein kleiner Geheimtipp werden. Da war jetzt draußen auch wieder was. Das war ein Bücherregal. Okay, das kann man jetzt anscheinend nicht nehmen. Na gut, aber da sind doch so einige Sachen, die man stehlen könnte. Und bis auf die Wache oben habe ich jetzt auch niemanden hier gesehen. Außer er natürlich selber, der da irgendwie im Weg stehen könnte. Es sieht aber richtig, richtig schick aus, das Haus. Das hätte ich auch gerne gehabt. Aber ich denke nicht, dass das kommen wird, weil dafür haben wir ja das andere Haus. So, wir müssen hier oben hin. Dann würde ich sagen, ich mache mich direkt mal auf den Weg und wir sehen uns gleich am Zielort wieder. Der neue Waldmann. So. Meridominien ist die einzige gerechte Sache in Tamriel. Ja. Ha.
Wir sind fertig. Ich bin da und schon habe ich Schluckauf. Allerdings weiß ich jetzt gerade nicht. Ah, doch jetzt ist da hinten was aufgetaucht. Ich kann auch gar nicht mehr reden, weil ich hier mitten im Schluckauf gerade stecke. Es tut mir leid. Oh mein Gott, es wird immer schlimmer. Moment. Nee, hier nicht. Hier. Wir sind fertig. Richtig, Arsch. Nee, hier nicht. Oh, bei Öfres Knochen. Also nur für den YouTube-Algorithmus, beziehungsweise für die Kontrolle. Ich habe nicht Arsch gesagt, ja? Hallo Kuh. Mit dir kann man nichts machen, schade. Hä? Ach, da. Was genau deutet ihr da an, Kolovianerin? Ich deute nichts an. Ich sage es offen. Ihr habt einen Wald auf Land wachsen lassen, das euch nicht gehört. Das reicht, Tribunen. Gut, ihr und die Söldnerin kümmert euch darum. Entschuldigt, Grünsprecherin. Was könnt ihr uns über den Samen sagen, den meine Freundin bei sich führt? Übrigens, ich glaube, ich habe in der letzten Folge, gesagt, dass das die Stimme von Meridia ist. Das ist natürlich Quatsch, sondern das ist die Stimme von, wie hieß sie nochmal, von der Diebesgilde, wo wir als erstes drauf getroffen sind. Das eine Mädel da. Ich komme gerade echt nicht drauf. Eine kolovianische Soldatin kann nicht einfach in unsere Stadt spazieren und mit Anschuldigungen um sich werfen. Wenn Beragon nicht gewesen wäre, er mag nicht zu unserer Siedlung gehören, doch sein gutes Werk ist uns bekannt. Nun, was gibt es? Was wolltet ihr mir zeigen? Wir fanden diesen Samen in Ostomir. Beragon glaubt, ihr könnt uns vielleicht etwas darüber sagen. Ach ja? Lasst mich einmal sehen. Es scheint ein Grünquellsamen zu sein, der allerdings anders aussieht als jeder, mit dem ich bisher gearbeitet habe. Er ist erfüllt von einer seltsamen Energie. Was ist ein Grünquellsamen? Grünquellsamen werden von Grünsängern verwendet, um neue Waldbereiche entstehen zu lassen und sie zu Pferchen und Siedlungen zu formen. Wir haben aus ihnen Waschabar erschaffen. Aber dieser hier ist verderbt. Dennoch ist da etwas Vertrautes. Wartet, ich habe das schon einmal gespürt. Ihr habt so etwas schon einmal gespürt? Wo? Ich habe die Gegend erkundet. Dämmerholz mag ein Segen sein, doch mich interessiert sein Ursprung. Und das verwüstete Gebiet bereitet mir Sorgen. Ich traf auf Waldelfen mit einem Planwagen. Ihn umgab ein Hauch von seltsamer Magie. Das muss einer dieser Samen gewesen sein. Wo genau habt ihr diesen Planwagen gesehen? Hier, ich markiere es auf eurer Karte. Ich traf die Waldelfen mit dem Planwagen in den Hügeln östlich von Westgrube. Falls ihr noch mehr von diesen verderbten Samen findet, verbrennt sie. Und keine Sorge, ich vernichte den, den ihr mir gabt, sobald ich ihn fertig untersucht habe. Tribunin Alea glaubt, einige eurer Leute könnten Teil der Rückbesinnung sein. Die Tribunin sieht in den Augen jedes Bosmer eine Bedrohung. Doch sie könnte damit recht haben. Ich habe Gerüchte gehört, geheime Zusammenkünfte. Elfen, die Pfade beschreiten, die lange vor unserer Annahme des Grünen Pakts Bestand hatten. Manche, die dem Dämmerweg folgen, könnten mit der Rückbesinnung verknüpft sein. Der Dämmerweg? Unsere neue Siedlung besteht aus zwei Bosmer-Fraktionen. Jene, die sich an den Grünen Pakt halten, und jene, die dem Dämmerweg folgen. Letztere bauen Feldfrüchte an und schlagen Holz. Doch sie würden nie die Gaben des Grüns missbrauchen, indem sie ein Grünquellritual verderben. Erzählt mir mehr über den Grünen Pakt. Wir Waldelfen sind Kinder des Grüns. Vor langer Zeit schworen wir, dem lebenden Wald keinen Schaden zuzufügen. Wir schlagen kein Holz und pflücken keine Früchte. Im Austausch behütet uns der Wald und formt sich entsprechend unserer Bedürfnisse. Jene, die dem Dämmerweg folgen, haben sich für eine andere Richtung entschieden. Wie habt ihr diesen Wald so schnell wachsen lassen? Wir hatten nichts mit dem Erscheinen von Dämmerholz zu tun. König Nantarion sagt uns, er wäre eine natürliche Erweiterung von Valenwald. Dass das plötzliche Wachstum der Beweis dafür ist, dass wir dieses Land als unser rechtmäßiges Erbe zurückfordern müssen. Dämmerholz? Valenwald? König Nantarion? Dämmerholz ist unser Name für diesen neuen Wald.
Valenwald liegt im Süden, am anderen Ufer des Drit. König Nantarion scharte Bosmer um sich, die einen Neuanfang suchten, und nutzte den neuen Wald, um die Siedlung Vashabar zu errichten. In Ostumir, wo wir diesen Samen fanden, wies die Rückbesinnung darauf hin, dass sie den neuen Wald erschaffen habe. Das ergibt keinen Sinn. Kein mir bekanntes Ritual kann einen Wald so schnell wachsen lassen. Wenn der verderbte Grünquellsamen, dieser Wildbrandsamen, dazu in der Lage ist, ich muss ihn wirklich untersuchen. Ich muss herausfinden, ob die Befleckung des Samens sich schon ins Grün erstreckt. Diese Verderbnis und die seltsame Energie, die ihr gespürt habt, wisst ihr, was es war? Ich muss Proben nehmen und eine genaue Studie durchführen. Doch wenn ich raten müsste, ich glaube, er wurde von dädrischer Magie befleckt. Was die ungekannte Explosion an Energie erklären würde und den verwüsteten Bereich entlang der Grenze, den Wildbrand. Jetzt, da sie es erwähnte, ich habe schon von Grünquellsamen gehört. Wenn die Rückbesinnung die heiligen Samen des Grüns mit dädrischer Magie verderben könnte, das ist unvorstellbar. Bevor wir nach diesem Wagen suchen, sollten wir erst mit König Nantarion sprechen. Warum wollt ihr mit König Nantarion sprechen? König Nantarion ist ein interessanter Mäher, charismatisch, ein Visionär. Er erkannte die Gelegenheit und scharte Waldelfen um sich, um diese Siedlung zu gründen. So wie ich es verstehe, ist er mehr dem Dämmerweg als dem Grün zugeneigt. Wir müssen ihn warnen. Wovor genau wollt ihr ihn warnen? Dass seine Anhänger in Gefahr sind. Obwohl es schier unmöglich scheinen mag, Waldelfen vom Grün wegzulocken, abgesehen von Grünsprecherin Sorilen, sind die Anhänger des Dämmerwegs leicht von der Rückbesinnung anzuwerben. Der König muss das wissen. Nun gut, warnen wir den König, bevor wir den Wagen suchen gehen, den die Grünsprecherin erwähnte. Der König ist hier rum. Es tut mir auch leid, dass meine Stimme irgendwie heute gerade gar nicht mehr mitmacht. Ich habe nur das Problem, dass ich für morgen keine Folge mehr habe und wollte jetzt mal eben auf die Schnelle noch eine aufnehmen. Dann kam die Stimme dazwischen, dann kam der Schluckauf dazwischen und wie das dann irgendwie immer so ist, ich weiß auch nicht. So, irgendwo muss hier ein Eingang sein, den wir nehmen können. Hier, das sieht doch gut aus. Das ist zum Stehlen, aber das hier ist ja... Das ist ein Schildkrötenpanzer. Das sieht ja mal richtig geil aus. Kann man das fürs Haus kriegen? Halt! Niemand tritt ohne guten Grund vor König Nantarion. Hallo? Ich komme ja noch nicht mal rein. Wenn Beragon darauf besteht, diesen sogenannten König zu treffen, sollten wir uns beeilen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben, bevor die Rückbesinnung wieder zuschlägt. Ihr vermutet eine Verbindung zwischen den Waldelfen von Vashabar und der Rückbesinnung? Sie tauchten beide etwa zur gleichen Zeit in den Westauen auf. Oh, ich glaube nicht, dass alle Waldelfen in Vashabar Mitglieder der Rückbesinnung sind, doch manche müssen es sein. Es hilft nicht, dass sie einen neuen Wald auf Land besetzten, das ihnen nicht gehört. Land, das ihnen nicht gehört? Der Wald wuchs zwar in einem Teil der Westauen, der größtenteils verwildert und unbewohnt war, doch er gehört immer noch zur Provinz. Niemand in Vashabar hat Graf Kalantios die Treue geschworen. Was soll er davon halten? Ihr macht euch also Sorgen um den Anspruch des Grafen auf dieses Land? Ich sorge mich nicht um Striche auf Karten. Leute kommen zu Schaden. Das verwüstete Gebiet am Waldrand gefährdet Bauernhöfe und bringt gefährliche Bestien hervor. Ganz zu schweigen von den Angriffen der Rückbesinnung. Jemand muss dafür die Verantwortung übernehmen. Okay, dennoch konnte ich jetzt immer noch nicht... Hallo? Wenn wir mit König Nantarion reden, führt ihr das Wort. Tribunin Alea bricht ebenso leicht Kriege wie Zwiste vom Zaun und Vashabar ist sich nicht ganz sicher, was von mir zu halten ist. Ihr wiederum seid eine unbekannte Größe. Das könnte uns zum Vorteil gereichen. Ja, würde ich auch alles gerne machen, wenn wir denn irgendwie da reinkommen würden. Ich bin gerade so ein bisschen
verwirrt hier. Man soll auch gar nicht von... Hä? Wieso quatscht der mich denn von der Seite aus an? Muss ich das verstehen? Das ist hier, ne? Könnt ihr mir jetzt mal ins Gesicht schauen, wenn ihr mit mir redet? Wir haben einen guten Grund. Wir müssen ihn vor einer Gefahr für Washabar warnen. Nun gut. Aber die Legionärin muss hier bleiben. Gut, ich warte hier. Bin doch schon drin. Dank, Tribunin. Kommt, meine Freundin. Ja, kommt endlich mal. Seid gegrüßt, Fremde. Alle sind in Washabar willkommen. Doch sagt mir, wer betritt mein bescheidenes Heim mit Beragon, dem Helden vom Ningle-Nirrepass? Und was war das von wegen einer Gefahr für unsere unscheinbare Siedlung? Aha, lauschen kann er aber, wenn wir auf der anderen Seite stehen. Ich bin Gameplayerin. Beragon glaubt, die Rückbesinnung werbe ihre Mitglieder aus eurem Volk an. Die Rückbesinnung? Ja, wir haben von diesen neuen Orden gehört. Doch er hat nichts mit Washabar zu tun. Erwartet ihr wirklich, gewalttätige Aufwiegler in diesem friedlichen Weiler zu finden? Grünsprecherin Sorilene stammt aus Washabar, oder? Sie ist ein Mitglied der Rückbesinnung. Grünsprecherin Sorilene half uns in Dämmerholz zu siedeln und unsere Siedlung zu errichten. Doch ich habe sie seit Wochen nicht gesehen. Ich ging davon aus, dass ihre Arbeit getan war und sie nach Valenwald zurückgekehrt ist. Nicht alle sind bereit, sich vom Vertrauten zu lösen und neu anzufangen. Wir haben der Rückbesinnung nach einen verderbten Wildbrandsamen abgenommen. Wir gaben ihn Grünsprecherin Darulit. Ein Wildbrandsamen? Ich habe noch nie von so etwas gehört, aber ich bin noch kein Grünsprecher oder Weber. Und was hielt Darulit von diesem seltsamen Samen? Ich weiß, dass sie versucht herauszufinden, wie Dämmerholz entstanden ist. Vermutet sie, dass es eine Verbindung gibt? Die Rückbesinnung sagte, sie hätte den Wald erschaffen. Laut Darulit könnte es östlich von Westgrube noch mehr Samen geben. Das liegt unweit von Hoffnungswurz, unserer neuen Siedlung. Graf Calantius hat unser Angebot zwecks einer Zusammenarbeit abgelehnt. Daher kann ich euch nicht unmittelbar helfen. Doch falls ihr noch etwas erfahrt, was ich wissen sollte, findet ihr mich in Hoffnungswurz. In Ordnung. Wir melden uns in Hoffnungswurz, falls wir mehr erfahren. Hoffnungswurz liegt nördlich von Washabar, unmittelbar bevor man den verwüsteten Bereich betritt. Ich werde dort sein und den Aufbau unserer neuen Siedlung überwachen. Euch viel Glück, Abenteurerin. Und jetzt die doofe Frage und irgendwie auch respektlos. Seid ihr wirklich ein König? Ich bin der Anführer der Dämmerholz-Siedlungen Washabar und Hoffnungswurz. Die Bossmeer, die ich anführe, wollen mit dem endlosen Ringen um den Kaiserthron nichts zu tun haben. Als das Grün den Wald nach Norden in die Westauen erweiterte, nahm ich dies als Zeichen. Ihr habt einfach entschieden, ein Königreich in den Westauen zu gründen? Die Lande zwischen Skingrad und Quatsch waren nach den Schwierigkeiten des letzten Jahrzehnts so gut wie aufgegeben. Das Strital war eine Grenzregion, die es zu besiedeln galt. Als das Grün den Wald erweiterte, führte ich mein Volk aus Silvena heraus, um hier eine neue Heimat aufzubauen. Ihr habt all diese Elfen dazu gebracht, euch zu folgen? Ich bin der Sohn einer Adelsfamilie aus Silvena, Haus Rühl. Im Zweiten Kaiserreich herrschten wir mit nur wenig Einmischung durch Cyrodiil und Eldenwurz. Viele Elfen erinnern sich noch gern an jene Tage. Ich nahm diese Krone an, als das Volk sie mir anbot. Ich hörte, die Waldelfen hier folgen nicht dem grünen Pakt? Alle sind in Dämmerholz willkommen, ungeachtet ihres Glaubens. Manche folgen dem grünen Pakt, andere suchen einen neuen Pfad, den Dämmerweg. Wisst ihr, die Wurzeln des Dämmerwegs sind überall um uns herum. Deshalb glaube ich, dass das Grün uns diesen neuen Wald bot und uns hierher führte. Was meint ihr mit den Wurzeln des Dämmerwegs? Wusstet ihr nicht, dass wir auf den Reichen der Saliachen stehen? Ihr kennt sie vielleicht als Aileiden. Sie waren die Ahnen meines Volks. Die Ruinen um uns herum sind nicht ihr Erbe. Nein, ihr Erbe sind die Bossmeer. Aileidisches Blut fließt durch unsere Adern. Ihr nanntet Beragon den Helden vom Ninglen-Irrepass. Wie viele Bossmeer bin ich mit den Heldentaten von Beragon Schafdolch wohl vertraut. Ich entdeckte ihn vor kurzem in unserer Siedlung und ließ es mir nicht nehmen, mein Gedächtnis aufzufrischen, was seine Heldentaten anbelangt. Er rettete viele Bossmeer in Ningle-Nirre. So hörte ich es zumindest. Ihr solltet ihn danach fragen.
Ja gut, mit dem König, das haben wir ja schon gefragt. Ich fühle mich besser, nun da König Nantarion vor der Gefahr durch die Rückbesinnung gewarnt ist. Jetzt lasst uns diesen Wagen finden. Oh, und ich weiß, dass ihr nach dem Ningle-Nirre-Pass fragen wollt. Können wir das auf später verschieben? Es ist etwas peinlich. Na gut, na gut. Wir treffen euch bei Westgrube, meine Freundin. Okay. Falls dort noch ein Samen ist, müssen wir ihn finden. Ihr wart eine ganze Weile da drin. Was hatte Nantarion zu sagen? König Nantarion meinte, Graf Calantius hätte seine Angebote zwecks einer Zusammenarbeit abgelehnt. Der Graf kennt Nantarion nicht. Er und seine Waldelfen tauchten unmittelbar nach Erscheinen des neuen Waldes auf, ohne auch nur bei ihm nachgefragt zu haben. Ist es da verwunderlich, dass der Graf ihm nicht traut? Hat Nantarion etwas über die Rückbesinnung gesagt? Er glaubt nicht, dass irgendjemand von seinen Leuten etwas mit ihr zu tun hat. Er bat uns, Bericht zu erstatten, falls wir noch etwas erfahren. Sie haben nichts damit zu tun? Natürlich sagt er das. Und ob wir Nantarion Bericht erstatten, hängt davon ab, was wir finden. Ich diene Graf Calantius und der Legion, nicht irgendeinem selbsternannten König. Treffen wir uns, wo die Grünsprecherin meinte, dass wir nach dem Samen suchen sollen. Ich treffe euch dort. Gut, die Frage ist nur, wo wäre das? Wir sind jetzt weit genug raus, ne? Hier hinten, oder? Ja, findet den Wildbrandsamen. Dann mache ich mich jetzt mal dorthin auf und wir sehen uns gleich wieder. So, gleich hier in der Nähe müsste der Punkt sein. Warum ist da ein Gargoyle? Den Wildbrandsamen tiefer. Das ist auch nochmal ein Gargoyle. Tribun in Alea, passt auf! Seid ihr verletzt? Ich werde es überleben. Danke. Die Rückbesinnung hat uns überfallen, als ob sie wusste, dass wir kommen. Ich habe den Samen auf dem Hügel gesehen. Freundin, vernichtet den Samen! Wir halten die Rückbesinnung auf! Okay. Moment, hier ist noch was zu lesen. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Und den Wildbrand auch nicht. Keine Sorge, das will ich gar nicht. Du sollst mich nicht stunnen, du sollst einfach nur umkippen. Der Samen ist verbrannt? Gut, eine Bedrohung weniger. Sie wussten, dass wir kommen. Entweder die Grünsprecherin hat uns hereingelegt oder es gibt einen Spion an Nantarions Hof. Ein Spion? Dann ist der König in Gefahr. Meine Freundin, reden wir. Ich ging davon aus, dass die Rückbesinnung den Wildbrandsamen bewacht. Doch die Tribunin hat recht. Man hat uns erwartet. Falls die Rückbesinnung einen Spion in Vashabar hat, ist sie noch gefährlicher, als ich gedacht hatte. Ihr glaubt wirklich, die Rückbesinnung hat einen Spion in Vashabar? Wie hätte sie sonst diesen Hinterhalt legen können? Grünsprecherin Darulit würde uns nicht verraten. Also muss es jemand sein, der König Nantarion nahesteht. Was bedeutet, dass Nantarion ein Messer am Hals hat und es nicht einmal ahnt? Wir müssen es ihm sagen. König Nantarion sagte, er wolle nach Hoffnungswurz gehen, um den Aufbau der neuen Siedlung zu überwachen. Wir müssen vorsichtig sein. Falls unser Verdacht zutrifft, wird jemand nicht wollen, dass wir mit dem König sprechen. Hoffnungswurz liegt unweit der Ruinen von Nonungalo, auf der anderen Seite des Wildbrands. Treffen wir uns vor der neuen Siedlung und finden heraus, wie die Lage ist. Sehr gut, wir sehen uns vor Hoffnungswurz. Na, ich dachte, er wollte noch irgendwas sagen. Wir treffen uns in Hoffnungswurz. Ja. Ich würde allerdings sagen, da das Ganze jetzt doch ein wenig länger dauert anscheinend und sich ein bisschen hinzieht, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil es spitzt sich die Lage so ein wenig zu und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.